Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum, zu einem neuen Part. Zu einem neuen letzten Stüsselpart. Sims 3 auf dem 3DS. Ja, der Zwerg. Da ist er. Er geht direkt mal duschen. Ja, alles klar, ganz von alleine einfach mal duschen gehen. So. Das ist ja. Das ist hier nicht alltäglich. Oh, Lilly mit ihm in der Dusche? Oder was? Oder was? Oder wie? Oder wer? Oder ist die auf Arbeit oder was? Okay. Die Blackie pennt. Ja, 6 Uhr morgens. Beziehungsweise 7 Uhr morgens. Der Zwerg ist schon wach. Es ist Donnerstag. Donnerstag, 6 Uhr morgens. Gut, das ist relativ wahrscheinlich. Der Zwerg muss zur Arbeit gehen. Neben der Berufsschule. Ja, 7 Uhr aufbrechen ist auch, ja. Auch recht wahrscheinlich. Leider. Zwerg geht auf Arbeit. Und Blackie? Die hat keinen Job oder was? Die darf ausschlafen oder was? Neue Rechnung in Höhe von 117 Sims, Dollar, Simoleons. Na toll. Wer bezahlt das? Blackie dann wahrscheinlich. Sag mal, hast du keinen Job oder was ist los mit dir? Das will ich jetzt aber wissen. Job. Küchenmädchen. Doch, hat einen Job. Und Perspektive. Aha. Blicky lernt neue Freunde kennen. Oder ist das ein alter Freund? Schauen wir mal. Raven heißt sie. Freundlich mal ein bisschen plaudern. Mal freundlich ein bisschen herumblödeln. Nicht? Haut's ab, die Raven. Ach. So ein Mist auch. Ist hungrig? Ja. Okay, geht's schon von alleine. Wollte sie gerade zum Kühlschrank schicken. Da macht die Blackie sich was zu essen. Nö, sie holt was aus dem Tiefkühlfach. Und schnabuliert das so. Oh je, die Rechnung in hoher Höhe muss einen Tag bezahlt werden. Oha. Dann gehen wir mal schnell zum Briefkasten, Rechnung, Zahlen, neue Rechnung. Briefkasten, Rechnung. Ich hoffe, wir haben genug Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. Sonst wird uns noch das Klo weggenommen. Haben wir die bezahlt? Na komm. Gleich die nächste Rechnung rausholen. Haben wir noch Geld? Oder sind wir jetzt pleite? Ach, ist auch so schwer, hier in den Briefkasten zu klicken. Ja, duschen muss er. Blackie am Duschen. Aha. Ja, gut. Ein bisschen beim Duschen zu gucken. Oder so. Oh, Lilly ist gar nicht arbeiten. Steht zumindest nicht angezeigt.
Dieser Sim ist arbeitslos. Such in der Zeitung oder am Computer nach Jobangeboten. Aber wo steckt die? Ach du Scheiße. War die gerade kurz? Unverpixelt, nackt? Ach du Scheiße. Na, ja, Lilly. Lilly ist weg. Ist die gestorben oder wo die. Hängt sich wohl in der Wand, der hält sich in der Wand auf. Hallo? Ja, gut. Lilly ist aufgelöst, spontane Selbstauflösung, hat sich verpufft. Okay, ja, Blick liest, Zwerge auf Arbeit, es ist um 12. Ja gut, ich spule mal durch ein bisschen die Zeit vor. Da liest er weiter und liest und liest und liest und liest. Schon 14 Uhr, muss mal ein Video hochladen. Ja, wird schon vorproduziert sein. Da liest er den ganzen Tag. Blicky. Na. Was ist mit Linus? Okay, deswegen hat ein bisschen Geld verdient. Das ist gut. Können wir gebrauchen. Ein Grabstein. Warum wird hier über einen Grabstein geredet? Okay, Lamas. Tja, lad's doch mal rein. Lad sie rein ein. Hol sie rein in die Bude. Na komm, kann sie doch mal zu Gast sein. Was hat da gerade jemand gerülpst? Ja gut. Ja, der Zwerg kommt nicht alleine durch die Tür. Ja, lass mal die Dame vor. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Oh, was beschwerst du dich hier? Bist hier gerade zu Besuch und schon beschwerst du dich? Ein Zwerg beschwert sich. Blicky tanzt. Okay. Das wird hier heute ein Blicky-Part. Wie es ausschaut. Jo. Interessante Mucke. Lilly ist immer noch in der Wand. Zwei, was macht der? Ja, der will sich setzen, aber der Stuhl ist blockiert. So dann eine Art. Ah, jetzt auf einmal nicht mehr. Okay, Zwei liest. Oh, die Toilette nebenan. Die muss mal geputzt werden. Könntest du mal aufhören zu putzen und mal lieber die Toilette. Kannst du mal aufhören zu lesen, mal lieber die Toilette putzen. Da drüben im Kabuff. Ja, hingehen ist schon mal eine ganz gute Idee. Machst auf zu lesen und dann gehst du mal. Putzen. Muss sein. Einfach die Zeitung auf den Boden gelegt. Jo. Hat seine Freundin verloren. Tja, hat sich aufgelöst. Nein, nicht schlafen gehen. Der Zwerg. Toilette putzen. Nix da. Hier wird nicht in Blackys Bett geschlafen. Erstmal putzen.
Na, machst du sauber. Jo. Im kleinen Kabuff. Auf Toilette gehen. Ja, da ist doch gerade eine Toilette. Hast du gerade sauber gemacht? Warum? Die geht natürlich woanders. Ja. Hat der gerade schon wieder gerülpst? Oh, ein Blick, der hat Hunger. Die hat doch vorhin gerade schon was gegessen. Ja, gut, das war zum Frühstück. Na gut, dann macht er doch was. Na, was findest du da? Ein Teller Nudeln scheint es zu sein. Oder eine Suppe oder etwas Ähnliches. Alles noch. Da wird gemampft. Und der Zwerg kann sich doch mal um den Nachbar kümmern, um den Gast. Oder er geht schlafen. Kümmere dich mal. Hier. Mitmachen. Okay, jetzt sieht man nicht. Ach. Hat man nicht gesehen, dass er tanzt mit der anderen Person. Dann geh halt pennen. Aber bloß nicht in, na, nicht in Deckis Bett. Du hast ein eigenes. Hier, raus da. Das gehört nicht dir. Ich meine, du bist Hausherr hier. Du kannst schlafen, wo du willst, aber du hast ein viel schöneres, ein viel größeres Bett. Ein Ehebett. Auch wenn die Frau gerade ja verpufft ist, kann man da trotzdem drin schlafen. Ja. Alles klar. Die Musik, die stört ein bisschen. Kannst du mal ausmachen? 21 Uhr 37, 38, 39. Ja, so schnell vergeht die Zeit hier. Was macht der Gast? Oh, Blicky sitzt hier rum und meditiert. Oh. Da sehe ich doch den Gast zu ihr kommen. Der Gast, wie heißt er denn? Tia heißt er. Ja, können wir mal ein bisschen freundlich unterhalten. Mal einen Witz erzählen, mal ein bisschen freundlich sein, mal ein bisschen entschuldigen, wofür auch immer. Die beschwert sich. Okay. Unterhaltung zwischen zwei Frauen. Na gut, Blackys Haare sind mittlerweile schon ein bisschen länger, aber kann man ja gegebenenfalls anpassen. Ich glaube, sie hatte damals kurze Haare, als ich das ja angepasst habe, als ich den Sim erstellt habe. Dort, ja. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Okay. Die verabschieden sich. Und Gast geht. Geh. GG. Ja, Freundin in Wand. Ja. Blicky will noch eine kleine Aufnahmesession machen. Geht wohl nicht. Da tanzt sie lieber noch ein bisschen. Wäre mal freundlich, wenn du den Zwerg dort schlafen lassen würdest. Ja, ist schon 23 Uhr, geh mal schlafen. Mag sein, dass du nicht arbeiten musst, aber geh mal vielleicht trotzdem mal schlafen. Hier durch das Zimmer. Einfach durch. Und gepennt wird. Schlafenszeit. Jo. Gute Nacht. Na gut. Haben wir den Tag überlebt. Das Licht ist noch überall an dem Haus, aber ja.
Die große Preisfrage. Zwei ist hier, schläft. Lilly. Blackie. Blackie schläft auch. Nee, steckt in der Dusche fest. So dick ist sie doch gar nicht. Mach doch mal was. Schlafen gehen. Nicht? Vielleicht kommst du mal aus der Wand raus. Tja, ich wollte mal was ausprobieren. Okay. Da ist sie. Ja, aber... Kann man die irgendwie reaktivieren? Irgendwie mal da wegsetzen und wieder replatzieren? Oder irgendwie... Oder was? Per wegen Musik. Ja. Optionen. Tja, da weiß ich auch grad nicht. Der scheint es gut zu gehen. Ihre Anzeige ist zumindest noch voll und grün. Tja, aber sie ist wohl Teil der Dusche geworden. Tja, was denn nun? Die Nacht erstmal überwinden. Nachts durchschlafen. Ja, 6 Uhr in der Morgen. Zwei muss auf Arbeit. Ja, sehr realistisch hier. Es ist Freitag. Oh, Vincent. Tja, dann hol dir mal was zu futtern. Hat er Geld ausgegeben? Sich was bestellt, wie es ausschaut, oder was? Eine Pizza zum Selbstmachen. Alles klar. Dann lass es nicht anbrennen. Ein Ei auf der Tischkante aufgeschlagen. Und die Pizza schön zusammenrühren. Ja. Okay. Wird so Pizza hier gemacht. Machen wir ein bisschen schneller. Zwergi muss auf Arbeit gehen. Ja, da wohl nichts mit Frühstück. Und Blackie? Muss die auch noch mal zur Arbeit? Oder schwänzt die? Nee, sag mal. Tanzt die den ganzen Tag rum? Oder musst du nur montags und dienstags? Freitags muss auf Arbeit. 15 Uhr. 15 bis 23 Uhr Arbeit. Ja gut, Freitag kann bis 15 Uhr kann sie also durchtanzen. Im Schlafanzug. Da hat sie die Toilette verstopft. Ach du Schande. Und Hunger hat sie. Dann mach dir doch mal die Pizza, die Zwergi liegen lassen hat. Und dann kannst du die nicht weitermachen. Okay, scheinbar macht sie es doch. Sind jetzt Pfannkuchen gewohnt. Lass es bloß nicht anbrennen. Mittagessen. 13 Uhr haben wir es jetzt. Ecki muss ein paar Stunden auf Arbeit sein. Ja, ich weiß. Ja, direkt neben dem vergammelten Essen. Ecki muss zur Arbeit gehen. Na dann.
als Köchin, als, ja, als Anfangsköchin, als Köchin auf Probe oder wie auch immer das ist, in Ausbildung. Na dann, sind die beiden wohl jetzt auf Arbeit? Zwergin ist auf Arbeit. Blicky ist auf Arbeit. Zwergin hat die Arbeit verlassen. Er hat ein bisschen Geld verdient. Jo. Jetzt würde ich gerne mal vorspulen und mal sehen, was Blicky macht, wenn sie wieder nach Hause kommt. Der hat nämlich jetzt hier als Option mit Lily reden. Jetzt würde ich mal gerne sehen, mit welchem Mobiliar sie so redet. Wir lassen jetzt mal Smaggy hier in Ruhe. Hier schon mal, was der so macht in der Zeit. Er redet mit Leuten. Da geht am Blickys Bett pennen. Ach, der Typ hier. Na, was soll's. Da kommt Blicky gleich von der Arbeit. Jo, 23 Uhr. Oder auch nicht. Macht Überstunden. Blicky hat die Arbeit verlassen. Hat heute 150 Euro verdient. Oder Simoleons. Blicky wurde gefeuert. Was? Blicky. Oh, jetzt redet sie nicht mehr. Sie wurde gefeuert. Was hast du denn gemacht? Ich hätte jetzt gern noch rausgefunden, was. Wer lungert denn da vor unserer Haustür rum? Laute Musik in der Bude. Ja, Blicky geht in mein Bett schlafen. Ja, jetzt wird nicht geklingelt. Nein. So, Nacht. Schlafen. Jo. Oh, hat sich immer noch nicht reaktiviert, ist immer noch verpufft. Blicky schläft in meinem Bett. Ich schlafe in Blickys Bett. Ja, in dem Sinne, ich würde mal sagen, wenn mich nach oben sitzt, euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangquest verpassen wollt. Ja, haben wir heute mal wieder ein bisschen Sims gespielt. Muss auch mal wieder sein. Blicky stinkt ziemlich. Naja. Man sieht sich in einem nächsten Video wieder. Habt einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao. Haut rein. Bis dann.